So, und damit ein Heyho und herzlich willkommen hier zurück zu One Piece Odyssey. Wir sind in den Eisblockruinen und müssen mal schauen, was wir hier so alles noch, ja, finden. In der Hinsicht. Oh, und bevor wir jetzt aber hier wieder dingsen, müssen wir natürlich erstmal wieder das Wasser gefrieren lassen. Sonst kommen wir ja nicht weiter. Sonst kommen wir ja hier nicht weiter. So, hier ist zum Beispiel eine rote Schloss. Das können wir also jetzt aufschließen. Okay. So, dann ne? Die? Hier und da haben wir aber noch eine Tür. Da würde es mich jetzt mal interessieren. Guck mal, die Tür. Ah, guck mal. Was bist du denn, der große Schönes? Okay, der. Du bist Dings. Ich glaube, da. Ja, das ist dieses große Ding. Ne? Meines Wissens nach kamen wir von dort. Da ist, glaube ich, dann. Da könnte der Koloss drin sein. Könnte ich mir gut vorstellen. Deswegen würde ich sagen. Gehen wir erstmal später hier lang. Ne? Da oben ist die andere Dings. Komme ich hier irgendwie hoch? Die Frage. Oh. Jetzt hat Robin diesen entdeckt. Okay. Die Zeichen auf dieser Steintafel. Was ist? Sie handeln von meteorologischer Forschung. Klingt interessant, rede weiter. Forschung, Experimente. Dazu und dazu noch sehr detailliert. Ich dachte, ich hätte bereits alles gesehen. Aber das hier sehe ich zum ersten Mal. Die Windmühle, die wir in der Bucht gesehen haben, sah auch aus wie die auf Rotheria. In dem Buch von im Justizium stand, dass Wafford vom Himmel fiel. Das bedeutet, dass Wafford eine Himmelsinsel war und man davon ausgehen kann, dass dort Wetterforschungen betrieben wurden. Das habe ich nicht erwartet. Ich frage mich, ob Haridasu davon weiß. Haridasu? Ja, ich komme hier nicht hoch. Das ist natürlich belastend, weil da will ich ja hoch. Muss ich später mal gucken, ob ich hier noch irgendwie hochkomme. Weil da ist dementsprechend ja die andere Dings. Die andere Steintafel, die wir noch brauchen. So, erstmal heilen, sag ich schon. Erstmal speichern. Und dann gehen wir mal in die da rein. So. Stimmt, hier war auch noch ein roter Knopf. So. Bisschen Nahkampf. Also normale Angriffe erstmal. Damit wir hier wieder ein bisschen SP aufladen. Ineffektiv. Schade.
仲間の力を見せてやる。テンペスタ。 So. Max SP. Einen Arzt, ruf deinen Arzt. So, fang. Robin, Stufe 37. Yay. Da passiert nichts. Okay, da. Das und das geht nicht. Oh, da ist eine Dings. Gesundheit. Hier gelandet. Da unten ist vielleicht was. Aber ich kann nicht durchs Eis nichts sehen. Ah, okay. Dafür müsste man das Eis wieder ausmachen. Okay. Aber mit Waffi kommen wir ja... da Waffi ja Dingsnutzer ist, dürfen wir ja eh nicht ins Wasser. Luffy, voll auf den Kopf gesprungen. So. Nicht zu ungut, Sanji, aber wir nehmen mal Zoro. Zoro darf nämlich dann jetzt einmal hier sich SP holen. Nami. Und nicht so ungut, aber Nami macht mal hier kurz. Ne, weil sonst nervt die mich jetzt hier noch. Robin? Robbe noch gewesen. Komm. Wenn wir schon dabei sind, ne, die Möglichkeit haben hier. Nehmen wir die Kämpfe gleich mit. Wilde Wrestling Robbe. Wir müssen die wilde Wrestling Robbe. Sandaran Stempel!
So, wenn er hier ist, doch. So. Bonus XP Erfahrung bekommen. Ja, nö. Chopper, du kannst mal gehen gegen. Ja, gegen Frankie. Auch wenn Frankie vielleicht schwächer ist dadurch. Ne, aber wo er weniger Schaden macht, sagen wir es mal so. Robin Gatling. Interessant. Dass sie auch eine Gatling Attacke haben. Irgendwie witzig. Ne, gerade auch weil ne, Frankie ja auch zum Beispiel seine Box Gatling da hat und so. Tanji, Stufe 40. Yay. Ob dann wohl Wasser aus dem Loch kommt und wir alle ertrinken? Von der Hölle redest du. So, okay, da kommen wir hoch, da nicht. Also, zack. Ochitsukete. Yoku mira tenjo ni tsurara ga aru. Ach so, ah, das ist der Weg zurück gewesen. Da wische ich direkt natürlich den Haken, der mich zurückbringen würde. So. So, der nächste Kampf. Zack. Weg mit ihm. Oh, er lebt noch, aber blutet. Also. Und stirbt dann bluten. So. Kakak dich jagere. Frankie, I am Boxing. Ist ja auch so eine Art Gatling. Finde ich irgendwie witzig. Zack. Sate, und er beendet. So. Okay, zack. Zack. Wow. Direkt in den Pinguin rein. Also wirklich direkt in den Pinguin rein. Sandaran Step Up!
So. Besiegt. Eine Attacke. Zack. D-Wert. Krams. Lysops. Lysops. Würfelfragmente. So, damit haben wir das auch schon. Was willst du machen? Du kommst doch gar nicht hier hoch. Kollege Stego. Oh, guck mal da. Tagebuch des umherziehenden Clans 5. Tag 20.327. Hohe Wellen, bedeckt. Heute verzeichne ich Opfer. Laszlo, Sheldon, Brigger, den Trinker, Mahonmik, den Vorreiter und noch ein, dieser Miskel Adel, ist auch tot. Was haben wir gemacht? Ups. Was haben wir gemacht? Wir haben nur nach einem Ort zum Leben gesucht. Die Marine hört nicht auf, uns anzugreifen. Allein heute haben wir schon dreimal gegen sie gekämpft. In letzter Zeit setzen sie beim Versuch, uns zu schnappen, Piraten und sogar Bürgerwehren ein. Wie ich hörte, nennt man uns den bösen Clan, der versucht hat, die Welt zu vernichten. Jeder an Land hasst uns nun wegen dieses Gerüchts. Na schön, dann vertreiben wir die Marine, die uns verfolgt, und zeigen es ihnen. Böse hin oder her. Wir zeigen ihnen, dass wir die besten Krieger der Welt sind. Wild. Wild. Okay, da ist noch mal ein Dings, da ist auch noch mal ein Würfelchen. Gucken wir mal stückchenweise hier lang, ne? Also da unten wäre das, was wir zimmern. Also würde ich sagen, gehen wir mal gucken, was wir hier drin haben, ne? Oh, ein blaues Schlüsselloch. Ups, gar nicht gesehen, dass das ein Schlüsselloch hat. So viel dazu. Gehen wir nicht gucken, was da drin ist. Aber wir nehmen noch Namis Würfel. Oh, Crew-Info hatte ich aus Versehen angeklickt. Aber ist auch, ne? Wenn man mal so guckt. Nett. Aber hier ist ein Speicherpunkt. Das heißt, wir kommen der Sache auf jeden Fall näher. So, schon mal gespeichert. Das ist sehr hilfreich. Und ich würde sagen, hier an diesem Speicherpunkt beende ich dann jetzt erstmal diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaut auch in der nächsten Folge wieder rein, wenn es dann weitergeht. Hier bei One Piece Odyssey und der Eisblock Ruine und hoffentlich dann auch den Koloss demnächst.